Servus, ich bin's der Patrick aus Wien-Meidling. Ich suche auf diese Weise meine Traumfrau. Man trinkt ihn langsam und am besten eisgekühlt. Ein Sommerwein ist wie die Liebe süß und wild. Ich ging so durch die Nacht und sah den Sternen zu. Und spürte, dass ich heut noch was Verrücktes tu. Sie stand so da und fragte, bist du auch allein? Komm mit und tränk ein Glas Sommerwein. Oh, oh, Sommerwein. Patrick, was für eine Frau? Wer könnte eine Traumfrau sein für Sie? Eine Traumfrau ist eine natürliche Frau, die was mit mir durch dick und dünn geht und alles macht mit mir, also sportliche Aktivitäten, aber auch romantisch mit mir kuschelt. Wie lange ist Ihre letzte Beziehung? Meine letzte Beziehung ist schon über 7 Jahre her und ja, da bin ich entweder eingefahren und ja. Inwiefern eingefahren? Sie hat mit einem anderen geschlafen. Wie sind Sie da drauf gekommen? Das war mein bester Freund und da kann man nichts mehr machen. Wie haben Sie das erfahren? Oder? Ja, die haben neben mir geschlafen. Und da haben Sie das überrascht? Da habe ich es überrascht, ja. Bin munter geworden und... Was war das für ein Gefühl? Ein beschissenes Gefühl. Was haben Sie beide gesagt dann? Ja, es ist eh nichts. Da ist ja nichts. Es war nur ein Ausrutscher. War da Alkohol im Spiel? Ja, oder? Sicher war da Alkohol, einiges an Alkohol im Spiel. Wie ist das der Abend oder diese Nacht? Sind sie dann davor gegangen oder haben sie mit ihrem Kraft oder was ist das? Ja, wir sind dann einfach alle abgehauen, alle voneinander. Und da hat es dann nie wieder ein Gespräch gegeben? Also ich habe dann schon mit dem gesprochen, aber der war dann für mich gestorben. Und Sie? Und ich? Und sie hat dann gesagt, ja, sie findet mich nicht mehr hübsch, sondern den anderen. War es dann mit den anderen zusammen? War es dann zusammen, ja. Immer noch? Immer noch, ja. Also die haben sich gefunden, die haben sozusagen. Sich gefunden, Sie haben korrekt. Praktisch... Ja, ich war der Partnervermittler. Sie waren der Kuppler. Ja, genau, ja. Wie lange waren Sie mit dieser Frau vorher zusammen? Über 1,5 Jahre. Warum haben Sie die letzten Jahre niemand gefunden? Und was ist gelegen, glauben Sie? Das größte Problem wahrscheinlich, weil ich so viel sauf und das Geld einfach außer hat, irgendwie irgendwelche Sachen, wenn ich irgendwo hingehe, schenke ich irgendwelchen Freunden irgendwie Geld und so. Und verlangst nicht einmal zurück. Haben Sie das gemerkt, dass Frauen da sagen, das stört mich? Das stört sie, ja. Habe ich schon mitbekommen, dass das nicht förderlich für eine Beziehung ist. Welche Hobbys haben Sie? Ich mache sehr gern Sport. Was machen Sie da? Fitnessstudio, dann gehe ich Radfahren, Laufen, Schwimmen, Eislaufen, Skifahren gehe ich. Dann natürlich mache ich auch Tanzen. Da habe ich einen Tanzkurs besucht. Und was für Tänze? Standardtänze sind das. Wenn man träumt wie noch nie, wenn man träumt wie noch nie, macht man nicht gerne auf. Träume sind so bequem, wenn man Angst hat, die Wahrheit zu sehen. Jetzt meinst du, wenn er wiederkommt, schmeiß ich ihn raus. Doch auch da ist nur dich. Ich kämpf das. Was heißt so viel saufen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie oft trinken Sie in der Woche? Da habe ich gesoffen fast jeden Tag sogar. Einen Monat habe ich einmal jeden Tag durchgesoffen. Würden Sie sagen, Sie haben ein Alkoholproblem? Jetzt nicht mehr, vorher schon. Wie haben Sie das weggekriegt? Ja, ich hab mir andere Hobbys gesucht. Ich habe Sport gemacht. Ich habe einfach auch andere Freunde mir kennengelernt. Einfach nicht nur die, was immer nur habe acht und ja. Das heißt, jetzt trinken Sie noch oder nicht mehr? Jetzt trinke ich schon, aber gezielt und in Maßen.
Wo haben Sie es probiert in die letzten Jahre? Die letzten Jahre habe ich auf Tinder, Parship und Lavoo probiert. Bei Parship bin ich jetzt hängen geblieben, weil bei Tinder finde ich es eher alles nur über Sex. Das ist für Sie nicht interessant? Das will ich nicht. Ich will eine fixe Beziehung. Ich suche eine Frau fürs Leben und nicht nur für eine Nacht. Und haben Sie da Frauen getroffen auch? Habe ich einige Frauen auch getroffen. Wie waren diese Rendezvous? Die waren eigentlich prinzipiell immer schön. Nur entweder das, da habe ich halt meistens noch begonnen, was zu trinken, mit Alkohol probieren, ein bisschen den Schmäh zu führen, was ich jetzt zum Beispiel mit Apfelsaft oder andere Sachen probiere. Und dann ist das Rendezvous sozusagen gescheitert? Dann ist es genau, ja, weil sie merken, dass sie so wollen so etwas nicht. Sie suchen etwas Seriöses und nicht einfach nur der was herumschnackseln will. Warum? Wenn sie dann Alkohol getrunken haben, reden sie dann nur mehr über Schnackseln? Da rede ich nur noch über Schnackseln und bin eher offen für Liebe und alles ist mir dann wurscht. Also da sage ich, kommt's her, meine Musen. Baut mir durch die Küche mit Magnetschwebebahn. Haut mich in die Pfanne, füttert mich mit Rinderwahn. Und wenn es wirklich nötig ist, will ich nicht so sein. Schick mich nach Mallorca. Irgendetwas, was Sie gar nicht wollen von einer Frau? Ja, sie sollte halt kein Mann sein. Sonst rauchen, sonst trinken rauchen der ist selber. Alles, ja, das und alles. Sie bevormunden oder so? Das kann sie natürlich auch. Das würde ich auch, das liebe ich auch ein bisschen, dass ich bevormundet werde. Wirklich? Ja, ein bisschen bemütterlich, das mag ich irgendwie. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich kann es mir selber nicht erklären, aber ich mag das. Das heißt, Sie suchen eine Frau, die sie sogar ein bisschen führt? Oder ein bisschen genau, ein bisschen führt, ein bisschen mir sagt, wie es lang geht und auch ein bisschen sagt, das und das machst du eher nicht. Und so. Also eine Dominante? Schon, ja. Das heißt, die könnte sogar ein bisschen älter sein? Habe ich nichts dagegen. Wenn die 50 ist? Habe ich auch nichts dagegen. 60? 60, das wird schon. Es wird schon. 55? 55 ist. Also könnte es sein? Könnte sein, ja. Eine 55-jährige, mütterliche Frau, die ihnen kocht und ihnen sagt, was zum Tun hat. Ja, sage ich nicht nein. Könnte sie, soll sie einen Beruf haben, oder? Sollte sie schon einen Beruf haben, natürlich, ja. Haben Sie noch Vorstellungen, Kinder und so? Wie ist Ihnen ich das will noch? Auf jeden Fall Kinder haben. Aber wenn die 55 ist? Ja, das wird dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber die könnte Kinder mitbringen? Sie könnte Kinder natürlich mitbringen. Ich würde sie dann, sie sind zwar nicht meine eigenen, aber ich würde sie halt behandeln, wie sie meine dann würde eigene. Sie fast ausgehen, dass das Kind so alt so, ist. Was für ihr, ja, ich weiß. Gingen sie auch aus. Dann ging so. Sie aus, ja. Was war für Sie das schönste Erlebnis, das Sie bis jetzt mit einer Frau gehabt haben? Das schönste Erlebnis? Ja, ist natürlich der Sex. Aber sonst, also, dass man bei einer schon, dass ich mich auch verstanden habe mit ihr, dass ich auch gemerkt habe, irgendwie, dass wir auf gleicher Augenhöhe sind und nicht, also, dass wir entweder einer dominant und der andere ist. Wie wichtig ist Ihnen überhaupt die Sexualität? So wichtig ist das jetzt auch nicht, aber ich finde, es gehört zu einer funktionierenden Partnerschaft dazu. Ist das schwierig für die Männer heutzutage? Ja, das ist schon irgendwie schwierig mit der ganzen Industrie von allem, was da hochgezogen wird. Wie zum Beispiel ein Porno oder auch jede Art von einem Film, in jedem Highschool-Musical-Film wird nach 5 Minuten herumgeschmust, dann geht es vielleicht schon ins Bett. Also, aber wie meinen Sie bei den Pornos, dass man als Mann das irgendwie bringen muss, was man dass man als Mann eigentlich, ja genau, das bringen muss, dass man die Frau verwöhnen muss, dass sie damit glücklich ist, wenn der Mann auch einmal ein Kanickel im Bett ist, dass er so Raketen auslacht. In der Realität ist das meistens also, dass man entweder Gleichgewicht findet oder einmal der befriedigt und dann ein anderer befriedigt wird. Liebe ist für mich das Schönste auf der ganzen Welt. Erotisch finde ich auf jeden Fall jede Frau. Einsamkeit ist für mich ein Wort, das was ich kenne, aber ich bin nicht gern einsam. Wenn's du mir gefallen hast, wenn ich dir gefallen habe, dann meld dich bei mir. Ich bin
ganz liebevoll, sportlich und elegant.